Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ich habe ein neues Paket interessanterweise mal wieder bei Amazon in Spanien bestellt. Jedoch wurde es von Amazon aus Deutschland, aus einem deutschen Lager verschickt. Und da drin sind, ich bin sehr lange drum rumgeschlichen, jetzt hat sich aber bei mir die Möglichkeit ergeben, die Dinger zu testen, die Sony 1000er Noise-Canceling-Kopfhörer. So, und natürlich habe ich schon ein paar Pläne mit den Dingern. Der nächste Flug steht schon kurz bevor, eine Bahnfahrt auch. Und im Auto-Bus werde ich die Dinger bestimmt auch zu hören bekommen, um dem Noise-Canceling hierbei auf die Öhrchen zu fühlen. Und natürlich, wir stellen uns der großen, großen Frage, hört man immer, immer wieder, die Bose Q35er sind the King of the Hill, was auch immer, ne? Die besten Noise-Canceling-Dinger da draußen. Und dann kamen ja die Sonys ein bisschen später und dann heißt es, die sind gleichwertig, die Bose sind besser, die Sonys sind besser und, und. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ein großer Nachteil, was man aber nicht verleugnen kann bei den Sonys, ist, die kosten deutlich mehr. Die Bose sind mit 380 gestartet, sind jetzt aber landläufig, denke ich mal, immer wieder angeboten, sogar für unter 300 zu haben. Aber so Pi mal Daumen um die 300 kosten die Bose. Die Sonys sind mit 400 UVP gestartet und es geht jetzt so langsam runter. Amazon Spanien, daher dann da der Zugriff, hatte die Dinger letzte Woche für 320 Euro. Das ist natürlich eine Menge Holz. Ich war bei dem Bose ja letztes Jahr sehr skeptisch, bin dann aber ganz ehrlich so dermaßen froh, diese Dinger gekauft zu haben. Und jetzt freue ich mich auf den Vergleich zu den Sonys. Und nein, bevor jemand fragt, das sind nicht meine eigenen. Die hat sich jemand aus dem Familienkreis besorgt. Der hatte die vorher im Geschäft getestet und sagte halt, die Sony gefallen ihm halt ein bisschen besser als die Bose-Dinger. Und er braucht sie gerade noch nicht so. Erst in 2 Wochen steht für ihn dann der nächste Fernflug an. Und bis dahin habe ich dann die Gelegenheit, mit den Sony 1000ern rumzuspielen. So, wir sehen draußen Hi-Res Audio. Es gibt mal wieder unterschiedliche Audio-Modi. Es soll auch hier wieder das geben, dass Noise Cancelling nicht, naja, was soll man sagen, im Vergleich zu den Bose-Dingern sich permanent irgendwie anpasst an die Umgebung. Es sind verschiedene Stufen. Ich bin sehr gespannt, natürlich auch sehr skeptisch, was man hier für einen Preis von, naja, Normalpreis 400 Euro, wobei ich habe ja im Hinterkopf dann doch noch die ganze Zeit diese 320 Euro vom Angebotspreis. So, schwarze Sony-Box, nehmen wir mal Bose weg, es soll ja eigentlich nur um die Sonys gehen. Und dann einmal aufklappen. Das ist jetzt aber gerade vom Auspacken, muss ich gerade sagen, nettes Ereignis, dass man hier so eine schwarze Sony-Box hat und, nett. So, wir haben die Transporttasche mal wieder mit dabei und sogar noch mit einer, naja, Aufbewahrungsbox für Kabel. Dann da unten drunter ist nichts mehr, alles samtig ausgekleidet. Und auf der linken Seite haben wir jetzt, guckt mal hier unten drunter, das komplette Zubehör. Einmal ein 2-in-1 Stecker für die Flugreisen. Wobei bei vielen das natürlich auch mit nur einem Löffel klimmt, wenn man den dann so ein bisschen rauszieht. Dann hat man aber hier und da oft nur einen Kanal. Aber okay, wir haben USB auf Micro-USB. Leider kein USB Type-C, was man ja jetzt erwarten könnte. Und wir haben auch hier ein Audiokabel. Und das ist anders als bei den Bose, ist ein ganz neuer 3,5 mm Klinke auf beiden Seiten. Was mich natürlich sehr freut. Bei den Bose, da hat sich ja der Designer aus irgendwelchen Gründen gedacht, müssen wir so ein Mini-Klinkending auf die eine Seite verbauen. Wir haben nicht so viel Platz am Kopfhörer selber. So, und dann, das habe ich mir ja von den letzten Sony-Kopfhörern angeboten, die 770er, wo ich ja doch etwas enttäuscht war. Das Handbuch oder zumindest die Startanleitung wird auf jeden Fall gelesen, gerade wenn es da wieder verschiedene Modi gibt. Und wir haben ja auf der Seite von den Kopfhörern so eine Touchfläche, wo man rüberwischen kann für Lautstärke, für Vor- und Zurückspulen und solche Dinger. Ich bin sehr gespannt und wir haben natürlich auch NFC, um die Dinger dann zu koppeln. So, jetzt holen wir es aber mal kurz aus der Box raus. Einmal, zweimal, dreimal und da sind sie. Huhu, jetzt, ein bisschen schwer, erster Eindruck. Aber ich erinnere mich ja noch an zahlreiche andere Kopfhörer, die ich ausgepackt habe. Hier muss ich jetzt direkt sagen, Verarbeitung und auch Materialgefühl, was ich gerade in der Hand habe, nett. Also das ist was, wo ich sage, erster Eindruck ist auf dem Niveau, wo ich es für,
Das ist hier gerade. Also erster Eindruck ist wirklich bei den Dingern, ich glaube das erste Mal bei hochpreisigen Kopfhörern, wo ich vom Gefühl habe, yo, die sind die Kohle jetzt auch haptisch wert. Das würde ich natürlich bei anderen, bei dem Q35 inzwischen auch sagen. Aber hier ist gerade vom Auspackerlebnis gerade das, wo ich sage, geil. Und das hier ist was krass. Also das haptische, ich denke dir sicher auch, der spinnt jetzt mal wieder total. Aber das Gefühl hier gerade, wie das sich in der Größe verstellbar lässt, wie das einrastet. Nett, richtig nett. Das ist ja sowas, wenn, ist auch so, dass wenn deutsche Autobauer sagen, naja, schließen Sie mal eine Tür von einem amerikanischen Auto oder von einem asiatischen und dann schließen Sie mal ein hochpreisiges deutsches Automobil die Tür. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und sowas habe ich hier gerade in nett. Also richtig gerade nett. So, wir haben Bezeichnung links, Bezeichnung rechts. Das sind aber keine Tasten, die ich drücken kann. Oben diesen Alurahmen. Und dann halt, was ist das hier? Polycarbonat, Kunststoff, Kohlefaser, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich sehr nett an. Innen drin haben wir als Bezeichnung oben an den Bügeln rechts und links. So, und wie waren die jetzt gerade zusammengefaltet? Ah, schön, schön. Also die Dinger kriege ich auch vernünftig zusammengefaltet, dass ich die zur Not in eine große Jackentasche reinkriege. Die lassen sich zusammenfalten. Großer, netter Pluspunkt gerade. Das war ja bei den B7, bei den 770er nicht der Fall. Und ansonsten, ihr seht es gerade, wir haben erstaunlich wenig Tasten. Links haben wir nur den Micro-USB-Port und eine LED. Und noch ein, ach ja, das Mikrofon für die Außengeräusche. Und hier auch nochmal das Mikrofon für die Außengeräusche. Am rechten haben wir aber das NFC-Zeichen. Wir haben das Audio-In. Wir haben den Ein- und Ausschalter. Wir haben eine NFC, eine NC, also eine Noise-Canceling-Taste. Und wir haben noch die Sound-Taste. So, der Erkenner erkennt sofort, es fehlen die Tasten für lauter, leise, vor und zurück. Das soll sich ja über diese Touch Flächen hier irgendwie realisieren lassen, dass man da überstreichelt. So, und ich nehme die Dinger, das seht ihr jetzt leider nicht, setze mal ganz kurz auf, richtig links, rechts und wow, die schirmen aber schon, jetzt mal im ausgezeichneten Zustand schon mal, wow, das isoliert allein, also klar, es sind Over-Ear-Dinger, aber das hier gerade, huiuiuiui. Ich muss, also erster Eindruck bisher jetzt gerade echt positiv, aber das war jetzt erst der erste Eindruck und das Unboxing und ich freue mich jetzt darauf, mit den Dingern auf Reisen zu gehen und dann sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen und wieder und dann erzähle ich was und wer dann noch möchte, dann wird es natürlich, ich werde natürlich nicht an mich halten können und zu sagen, Bose Q35er oder Sony 1000er. Wer ist da das? Naja, wer hat da die Nase vorn? Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.